Hallo Leute, es geht weiter mit Craven Manor. Es ist schon ewig her, bestimmt so um die 3 Monate oder so, als ich zuletzt Craven Manor als Wundergame angeboten habe. Und ich dachte mir, hey, ich hab grad Zeit, dann mach's doch einfach mal. Einige von euch wollten ja wissen, wie es weitergeht mit dem Spiel. Und deswegen dachte ich, gut, machen wir es bis zum Schluss. Bringen wir dieses Schloss-Rätsel-Modell-Scheiß-Spiel zum Ende. Es war ja das letzte Mal doch recht gruselig. Und ich weiß noch, dass ich wissen wollte, wie es zu Ende geht. Und einige von euch halt auch. Und ich hatte bisher halt nicht so die Zeit dazu. Und jetzt habe ich sie gerade. Und deswegen dachte ich, gut, machen wir das doch einfach mal. Es dürfte eigentlich gar nicht mehr so lange dauern. Nur werde ich jetzt nicht eine Stunde spielen, weil das jetzt kein Let's Test mehr ist, sondern ich führe das sozusagen als Let's Play jetzt fort. Aber wo wollte ich eigentlich hin? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß noch, dass es irgendwie oben war. Standen wir dann jetzt schon hier an der richtigen Tür? Oder sollten wir da rein? Also da kann ich nicht rein. Da hinten schon. Vielleicht da hinten? Erinnert ihr euch überhaupt noch, was zuletzt passierte? Ich, nicht so. Ich glaube, das Leuchten geht aber hier rein. Machen wir das doch einfach mal. So, hier ist ein Buch, was rausguckt. Ein falsches Buch. Ah. Kann ich jetzt das andere auch reingucken? Nee. Das da oben aber vielleicht noch. Erst das, dann das, jetzt das? Jawohl. Jetzt geht die Tür auch auf. Das ist hier schön. Was haben wir hier? Ja, es ruckelt natürlich wieder. Dagegen kann ich nichts machen, weil ich kann mit Facecam nur aufnehmen halt mit 1080p. Geht nicht anders. Habt ihr das gesehen? Die Puppen sind wieder da. Die komischen Enna-Puppen sind wieder da. Okay, das Spiel ist immer noch gruselig. Ich hab's kapiert. Bin ich tot? Du brichst zusammen und die Dunkelheit umhüllt dich. Das war's. Letzter Speicherpunkt. Letzter Speicherpunkt. Ich weiß zwar nicht, was der letzte Speicherpunkt ist, aber Craven Manor wurde 13 Stunden der Guildhall an Southern Methodist University in Plano, Texas entwickelt. Ach so, wurde von 13 Studenten. Du kannst die Video- und Audioeinstellung im Optionsmenü anpassen. Das habe ich bereits getan. Ich glaube, ich soll in Windeseile die Bücher in der Reihenfolge reindrücken. Glaube ich. Um in den Raummodell in den Eingangsbereich zu gehen, drücke E oder klicke mit der linken Maustaste. Das ist ja gut, dass mir das nochmal gesagt wird. Ich habe nämlich schon wieder alles vergessen, ganz ehrlich. Wenn du feststeckst, drücke J, um dein Journal zu öffnen und dein aktuelles Ziel einzusehen. Mein Hals. Ja. Gut, dann gehen wir hier nochmal rein, weil es so schön war. Ich wette, ich sterbe gleich auch noch dreimal oder so. Weil das Spiel ist so lahmarschig gerade, dass ich gar nicht so schnell rennen kann. Machen wir das doch einfach mal. Automatische Kameraperspektive auf die Bücher. Gruselige Puppen. Alle da. Alle auf ihren Posten, alle auf ihren Positionen. Dann kann's ja losgehen. Los geht's. Habe ich's reingedrückt? Oh, ich hab's noch gar nicht reingedrückt. Jetzt aber. Upsi, stand direkt hinter mir. Oh Mann, oh, ich wollte mich so rechts an der Figur vorbeischummeln. Ich habe ja gesagt, ich werde jetzt hier ein paar Mal sterben. Vor allem, weil ich gar nicht mehr drinne bin in dem Spiel. Das ist alles so. Kommst rein bis hier kurz vorm Ende der Schauergeschichte. Scheiß Gewitter, alles dunkel. Monsterholzpuppen, die dich irgendwie verfolgen. Ich meine, bei Silent Hill kann man wenigstens draufkloppen mit einer Axt oder einem Rohr. Und hier kannst du einfach nur weglaufen. Das ist doch
Wir wissen ja immer noch nicht, wer wir sind. Halt irgendein Detective, glaube ich. Oder hatten wir es das letzte Mal doch noch rausbekommen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ist ja auch egal. Mach mal, lad mal jetzt schneller hier, mach mal hinne. Craven Manor. So. So. Versuch Nummer 3. Man kann ja schon mal so raten, vielleicht 4, 5 Tode oder so, bis ich es dann endlich mal raus habe. Ich frage mich halt, ob es da drin egal ist, nach welcher Reihenfolge man die Bücher reinschiebt oder ob ich das jetzt auch irgendwie... Wäre halt voll scheiße, ne? Ich könnte ja diesmal mal hinten anfangen. Vielleicht ist das ja viel klüger, hinten anzufangen. Oder sich überhaupt mal ein Bild machen. Mal überhaupt hier so ein bisschen rumlungern. Oh ja, hier. Machen wir mal das rein. Ach, ich muss vorne anfangen. Das ist ja doof. Ja, das finde ich doof. Oh mein Gott, dann muss ich ja hier überall langlaufen und gucken, wo ein Buch raussteht. Da steht eins raus. Ja, jetzt sind wir am Anfang, ne? Ja. Oh Mann, ich habe da keine Lust zu. Hab's geschafft. Haha, hab's geschafft. Reiß dich mal los und pack das Buch hier rein jetzt. Mach mal hin, ne? Oh, scheiße. Jetzt muss ich wieder vorne anfangen, oder was? Oh, ich muss wieder vorne anfangen. Ich merke das schon. Weil ich mich so gelöst habe oder so. Okay, fangen wir hier nochmal an. Buch Nummer 1. Da ist Buch Nummer 2. Ach, Leute. Ich muss ja mal hier rein. Jetzt war ich aber schon echt gut dabei. Mein Puls ist auch so... Geht schon hoch hier. Letzter Speicherpunkt. Jetzt war es schon nicht schlecht. Ich bin halt die ganze Zeit weggelaufen, aber bei dem Geruckel ist es halt einfach nur kacki. Aber was soll's? Es geht um den Spaß. Oh, Spaß. Warum dauert das denn so lange? Ich sterbe. Oh Mann, sie steht da voll. Ich muss an das Buch ran. Ich muss aber an das Buch. So. Bin doch nah genug jetzt hier. Es reicht ja wohl. Oh, dann gehe ich eben nochmal hier rum. Ich glaube, das ist schon... Die Zeit ist schon wieder abgelaufen. Kannst du mal vorbeigehen? Die tauchen hier einfach aus nichts hier auf. Ja, ist klar. Ist klar. Oh, ich mag nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Jetzt wird Mama wieder böse. Lauf! Verdammt nochmal. Hier war auch noch ein Buch. Das hier hinten. Mach schnell, 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 schnell. Was
das war doch hier irgendwo. Ja, komm, komm, nimm's. Ja, ja. Yeah, yeah, yeah. Ja, ich hab dich reingelegt mit meinen Büchern. Ich bin Bibliophiles. Bibliophilia. Ich hab's geschafft. Ich freue mich. Ein schweres Bronzeornament, in das die Buchstaben KM eingraviert sind. Okay. Hier ist jetzt aber noch was, was da rumblinkt. Vielleicht sollte ich das trotzdem mal aufnehmen. Was leuchtet denn da jetzt noch? Was ist denn das? Lass das mal fallen. Ich öffne mein Journal. Der Schrecken lebt in den Nischen der Dunkelheit. Das hatten wir schon mal. Ein Mord zwischen Neugier, Wahnsinn. Ich kann es spüren. Es trachtet danach, mich zu vernichten. Ich habe das Bibliotheksmodell gefunden, das bei meiner Ankunft auf dem Tisch in der Eingangshalle lag. Es scheint zwei Eingänge zu haben. Einen davon auf der oberen Etage. Ich habe ein schweres Broze-Token gefunden. Ich glaube, einen Platz dafür in der Eingangshalle gesehen zu haben. Unter der Treppe. Ja, wenn das so ist, dann kann mir die Figur jetzt nichts mehr, oder wie? Unter der Treppe. Komme ich von hier aus einfach runter? Oh, das ist ja super, dass wir das geschafft haben. Das hat jetzt ein paar Anläufe gebraucht. Die ich natürlich heimlich ausgeschnitten habe. Dass ihr denkt, ich habe es zweimal nur gebraucht oder so, dann habe ich es hingekriegt, aber... Naja. Da liegt auch noch was und ich schätze mal, das soll da oben an den Kamin ran. Kannst du das mal... Oder auch nicht. Kommst du da irgendwie ran? Kommt der Herr daran? Da würde das doch ranpassen. Das sieht genauso aus. Ja, dann lass das jetzt einfach mal fallen hier. Zeitungsartikel, der von dem Verschwinden der Jugendlichen Marjorie Hedgepeth. Ach ja, Hedgepeth. Da klingelt wieder was. Hedgepeth. Kannst du dich nicht am Stuhl da einfach vorbeischlängeln und... Okay, soll es vielleicht woanders hin? Es gab doch noch einen Ort. Das war dieses komische Aufzusehen. Es gab irgendwas. Oder meinten die das hier damit? Kann ich das da jetzt reintun oder? Nein. Das ist immer, dass das immer einfach auf den Boden geworfen wird. Also. Ja, dann hier wohl auch nicht oder so. Ich bin trotzdem angespannt. Also das Spiel schafft ganz schnell so eine Atmosphäre. Also dasselbe Teil ist da beim Kamin. Ist doch komisch, dass man da jetzt nicht hin kann. Waren das meine Schritte? Oder andere Schritte? Ist mir ganz früh. Angeblich ist dieses Haus verlassen, jedoch hat es irgendwer das Feuer angemacht. Ja. Ich war's. Der heimliche Geist. Ja, ich laufe jetzt einfach mal hier so rum. Zwischen den Regalen, ab durch die Spinnenweben, weil es so schön ist. Quetsch dich da jetzt durch. Da durch, da lang. Warum geht es nicht? Dann muss es woanders hin. Wo soll es denn hin? Hier waren wir auch noch nicht. Hier haben wir auch noch ein Buch. Auf jeden, der nicht wahrhaftig mit Phantasmen prahlend angibt, Wunder vollbringen zu können, warten die Qualen des ewigen Feuers. Dün, 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 dün. So, ich habe das hier mühevoll mir erarbeitet. Kannst du das denn bitte wieder aufnehmen? Du blöder Typ, der du hier alleine rumirrst. Kannst du da rüber hüpfen? Es wird einfach so, was mache ich jetzt damit? Bam, einfach runterfallen lassen. Ja, kapiere ich nie. Also KM ist ja wohl Craven Manor. Und das würde auch hier beim Kamin schön passen. Aber leider komme ich da nicht hin. Düd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 
Und wenn ich die Leiter benutze, geht das? Geh mal da hoch. Was macht er denn damit? Ja, dann... Ich habe leichte Steuerungsschwierigkeiten. Ja, das ist doch super. Dann pack das doch daran. Warum geht das denn nicht? Warum geht das denn nicht? Ja. Ich bin leicht verzweifelt. Ich habe mich hier oben durchgekämpft. Iu, die Holzpuppe, die ist ja da jetzt so zwischen gedüngst. Das ist ja wohl eklig. Guckt mal, die ist da jetzt so aufgesplattert. Zwischen geraten. Ich verstehe das nicht. Ach, du hast das Ding wieder fallen lassen? Dein Token? Gibt's hier noch was zu lesen? Vielleicht. Kann man hier wieder raus? Ja, wir können hier auch wieder zurückgehen. Dann ist es vielleicht die Treppe, wo wir hin sollen. Das kann natürlich auch sein. Weil das ist aber nicht so ein komisches Modell-Dingens, was wir brauchen. Warum kommt jetzt nicht so ein Lichtschweif... Lichtkugel? Hier ist die Lichtkugel. Da soll es rein. Alles klar. Die erste Öffnung sieht aus, als könne man ein rundes Objekt darin runterbringen. Yeah. Okay. Hier geht's runter im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.